Tag 4 bei uns hier im Dschungel auf der Internationalen Grünen Woche. Und die gute Nachricht vorab, niemand wird rausgewählt, jeder ist herzlich willkommen. Wir zeigen euch heute unser Partnerland des Jahres, Kroatien, die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Hessen. Und es geht um Fridays for Future. In Rheinland-Pfalz begrüße ich jetzt Jochen Funk. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Was gibt's bei dir? Also ich habe da so eine Vermutung. Ja, aber man sieht es ja schon an den Flaschen. Also bei mir gibt es hauptsächlich Wein. Ich habe zwar noch ein paar Liköre da vorne noch, aber Hauptaugenmerk liegt bei mir auf Wein. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, Wein ist das, mit dem ich mein Leben verbringen möchte? Boah, es ist so mehr schon Familientradition. Wir stehen dieses Jahr das 50. Jahr hier auf der Grünen Woche. 50? Ja, ja. Wie viele warst du davon selber hier? 49? Nicht ganz, aber nee. Also die Grüne Woche hatten meine Eltern eigentlich bis vor 7 oder 8 Jahren haben sie meine Eltern noch gemacht, die Grüne Woche. Und danach bin ich dann gekommen. Was bringt dir die Grüne Woche? Also warum bist du regelmäßig hier? Erstens mal Bestandskundenpflege, aber das Hauptaugenmerk liegt eigentlich schon auf Neukundengewinnung. Also neue Weinliebhaber zu finden, die dann meine Weine dann auch genießen wollen. Was kann man in der Rheinland-Pfalz-Halle noch alles entdecken? Ja, einfach rheinland-pfälzische Spezialitäten, Essensspezialitäten wie Saumagen. Das ist eigentlich hier im Landesstand. Dann haben wir hier hinter uns, seht ihr vielleicht nachher noch einen Weinküfer, der Weinfässer herstellt. Oder Fässer herstellt. Ja, das und eben viele Kollegen. Das Partnerland des Jahres ist dieses Mal Kroatien und dazu treffe ich in Halle 10 Zlata. Das Partnerland der diesjährigen Internationalen Grünen Woche ist Kroatien. Bei mir ist Zlatan. Hi. Hi. So, was hat Kroatien denn dieses Jahr alles Tolles mitgebracht? Was gibt es hier zu entdecken? Das ist hier spitze, weil wir die ganze Halle haben. Und Kroatien hat so viele Teile, sagen wir so. Dalmatien, Slavonien, Međimurje und so weiter und so fort. Und dann sind diese Stände einfach, wenn Sie diese Bilder sehen, das ist im Grunde die ganze Kroatien. Also von oben bis nach unten. Dalmatien. Hier sehen wir Fische und so und dann dort ist Slavonien und so weiter und so fort. Aber das ist gut, weil jetzt, früher war nicht die ganze Halle, sondern so ein Stand und jetzt kann man alles zeigen. Ja. Und hier ist auch eine Band, die spielen auch kroatische Musik, also dann, jetzt sind wir komplett. Wow, also ganz große Bühne für ganz euch. Ganz große Bühne, ja. Und ist auch bestimmt viel Vorbereitung gewesen, oder? Ja, sehr viele Vorbereitungen und unsere Premiere, Mr. Plenković war am ersten Tag, also beim Eröffnung, war in City Cube. Dann hat er auch auf Deutsch diese Rede gemacht und dann war das wirklich okay. Und wie kommt es an bei den Leuten? Sind die Besucher hier viel, essen die viel, probieren die viel, fragen die viel? Die probieren viel, also was ich jetzt in diese 4 Tage gekriegt habe, ist, dass die Schnaps mögen sehr gut. Also das ist auch bekannt, wenn sie in Urlaub kommen. Also kroatischer Schnaps, und zwar Juliška, Šljivovica und so weiter und so fort. Und was ganz schön ist und köstlich ist die Prosciutto, weil hier hat stand ein Mann, der das selbst macht, also das kleine GmbH. Und er hat goldene Plakette, das beste Prosciutto in Europa. Wow. Er ist auch dabei, ja. Also viel zu erleben, viel zu essen, ja? Viel zu erleben, viel zu essen. Schöne Musik, sehr, sehr gute Atmosphäre, also kommen Sie auf jeden Fall. Dieses Jahr ist auch Fridays for Future auf der Internationalen Grünen Woche. Niklas, was bietet ihr hier an und wie reagieren die Leute drauf? Alles, was die Leute wollen, bieten wir hier an. Erstmal natürlich viel Stoff zur Diskussion, viel Stoff auch zur Konfrontation. Und Aufkleber. Und Aufkleber, ja. Aufkleber, Plakate, Buttons. Aber ich denke, wir bieten auch eine Basis, um zusammenzufinden und über Landwirtschaft und über die Zukunft der Landwirtschaft zu diskutieren. Ich glaube, die Ziele der Landwirte und unsere Wünsche und Forderungen sind gar nicht so weit auseinander. Das glaube ich auch. Und das Ganze ist mal wieder der nächste Freitag, 24.01. 12 Uhr, Invalidenpark. Bist du da oder bist du hier am Stand? Wie sieht's aus? Ich persönlich bin hier.
denke ich. Aber ganz viele sind natürlich auch im Invalidenpark. Und ich hoffe, auch ihr kommt vorbei. 12 Uhr am Invalidenpark, das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof. Und ja, das wird ganz viel Spaß machen. Und danach kann man ja immer noch herkommen. Do you remember things we've done together? Talked about being so free. Ach, unser zweites Bundesland des Tages ist heute Hessen. Willkommen in Hessen am Hahn natürlich erkannt. Wir sind hier beim Franzhof bei Anja. Anja, was gibt's bei euch? Ja, bei uns gibt's die ganz tollen Weidehuhneier aus Mauswinkel. Wo ist Mauswinkel? Mauswinkel ist im Main-Kinzig-Kreis zwischen Frankfurt und Fulda. So geht es auf. Ah, ja. Sind die handbemalt? Nee, die kommen so raus. Nee, die sind handbemalt von euch, ne? Oder wie läuft das? Die sind maschinell gefärbt. Ah, ja. Sieht aber super aus. Ja. Die Dame hinter uns auf dem Bild, das bist du, ne? Das bin ich, ja. Aber genau. heute ohne Huhn. Live bei meinen Hühnern, heute hier live auf der Messe in Berlin. Wie viele Hühner hast du? Wir haben so ca. 4.500 Legehennen in kleinen Stalleinheiten, frei auf der Wiese. Wahnsinn. Und ja. Wie viele Eier hast du jetzt mitgebracht jetzt für die Tage hier? Ja, ich habe jetzt schon mal so ein paar Eier quasi abgezwickt für die Berliner, damit die auch mal gute hessische Produkte kennenlernen. Das ist lieb von dir. Was gibt's denn hier noch in der Hessenhalle? Was kann man denn entdecken? Ja, wir haben ganz leckeres Bauernhofeis und dann haben wir natürlich auch von der Bauernmolkerei die leckeren Produkte, wie den super guten Fruchtjoghurt. Und warum sollte man unbedingt mal in der Hessenhalle vorbeikommen? Was ist so dein Top-Tipp? Warum? Also, um die allgemeine regionale Vielfalt kennenzulernen und zu erleben. Die hessische Freundlichkeit und auch vor allem Gastfreundlichkeit, die man unbedingt erleben muss. Ja. Still want to kiss you, desperately kiss you again. Auch morgen gibt es wieder ein Video mit den Highlights der Internationalen Grünen Woche. Und jetzt gibt es die schönsten Bilder aus Russland, denn ihr könnt euch jeden Tag wünschen, aus welcher Halle wir euch was zeigen sollen. Sowohl bei Instagram als auch bei YouTube und Facebook. Das auf jeden Fall machen, folgt uns bei der Gelegenheit und wir sehen uns morgen wieder.